Rettungskarte heißt der jetzt vom ADAC Hansa auch in Harburg angebotene Lageplan, auf dem alle wichtigen Punkte im Auto verzeichnet sind, die der Feuerwehr helfen, einen nach einem schweren Unfall aus einem Fahrzeugwrack zu schneiden. Vor allem Besitzer neuerer Fahrzeuge sollten eine solche Karte haben. Zunächst einmal ganz wichtig, ich bekomme sie bei der ADAC-Geschäftsstelle in Großmoordamm in Harburg. Dort kann ich sie mir in Farbe ausdrucken lassen. Dort bekomme ich auch gleich den Aufkleber für die Frontscheibe, um eben hier dann auch den Rettungskräften der Feuerwehr anzuzeigen, dass eine solche Rettungskarte mit wichtigen Informationen über die Rettung aus diesem Fahrzeug dann enthalten ist. Ja, wir haben heute im modernen Fahrzeugbau neue Materialien, verstärkte Materialien. Wir können nicht mehr überall schneiden, ohne auch unsere Gerätschaften zu gefährden dabei. Und das Zweite ist, wir haben viele Einbauten in Fahrzeugen heute, die während der Rettungsmaßnahmen auslösen können. Gasgeneratoren von Airbags, von Gurtstraffern. Wir haben heute viele elektrisch betriebene Motoren, Schnellmotoren an den Sitzen zum Beispiel. Wir müssen also wissen, wo ist die Batterie, wie kriegen wir den Strom abgeklemmt. Alles das sind Punkte, die man zeitschnell, zeitnah in einer Rettungsaktion finden muss. Da hilft die Rettungskarte ungemein.